Ja, wir sind hier in Greimelshofen. Wir haben hier eine Alarmierung gehabt, Brandstapel B4. Und beim Eintreffen der ersten Feuerwehr Greimelshofen war der Stadel bereits in Vollbrand. Und die Feuerwehren haben dann durch einen massiven Schnelleinsatz entsprechend die Nachbargebäude retten können. Wir haben also hier noch ein landwirtschaftliches Anwesen, dahinter nochmals ein Stadel. Und wir sind hier mit insgesamt 9 Feuerwehren und 112 Einsatzkräften. Momentan haben wir jetzt also den Brand, wie gesagt, unter Kontrolle. Es laufen jetzt die Nachlöscharbeiten, und sodass wir innerhalb von 2 Stunden dann letztendlich hier wieder abrücken können. Das ist jetzt gesteuert.